Das dürfte das Wichtigste gewesen sein. Okay, habe ich hier noch was Wichtiges dran? Nö. Das muss ich nur noch dran, was außen, was innen war. Ich glaube, das müsste außen gehen. Ah ne, das gehört ja gar nicht dazu. Boots of the Traveler plus Sprinten plus Hedgehog plus Straße. Gleich überepisch. Gleich, ich habe mich gerade so gefühlt, als hätte ich die Katze überfahren. Weil die genau in der Sekunde Miau gesagt hat, als ich über die drüber gerannt bin. Schön. So, sprinten. Hedgehog. Ja, das geht schnell. Und ich habe so unglaublich viel Hunger verloren, dass ich doch glatt keinen Kuchen essen werde, weil ich dich hasse. Den kann man gar nicht essen. Kann man nicht? Okay. Was macht er dann? Vielleicht kann er erst was tun, wenn er voll ist. Oh, das wär eine Idee. Unfair. Machen wir es aber später. Erstmal habe ich jetzt hier den Mond fast vorbereitet. Nee. Wer kommen will, soll kommen, wer nicht, soll wegbleiben. Kannst ja von oben zugucken. Auch doof. Welche Dämonen? Die großen Dämonen, nicht diese kleinen Mini-Dinger, die wir bisher hatten. Jetzt fangen die richtigen an. Ja. Ich komm gleich. Gleich sofort jetzt an. Irgendwann. So viel Lewis. So viel Lewis. So, jetzt. Pestvoll ist auch nett. Pestvoll ist auch nett. Oh, ich habe aber immer nur noch 10 Herzen. Ich hatte die wurden einfach falsch angezeigt. Oder zu Schaden genommen. Wie viel HP habe ich denn bei dir? 80. Okay, passt. Ich bei dir auch? Ja. Ja, werden ja vielleicht nie angezeigt. Oh, zweiter Kreis. Zweiter Kreis. So wie es aus, kommst du oder kommst du nicht? Ne, ich kann noch kurz zuschauen, ja klar. Okay. Aber da gibt's ja auch so ein Glasdach, kannst ja draufstehen bleiben. Eben. Ist zwar nicht ganz so durchsichtig wie früher, aber. Hätte man auch Clearglas benutzen können. Ich glaube, das hätte auch nicht wirklich was gebracht. Ja, es funktioniert. Geil, der Biss hat mich getroffen nebenbei. Spannung steigt. Was wird es sein, was wir uns stellen müssen? Was? Ein Dungeon Keeper! Den machst du aber fertig. Ja, das ist mein Dungeon Keeper. Ja. Okay. Boah, war der jetzt krass. Mein Fettsack. Warte mal kurz. Ich weiß, ich gehe ein extremes Risiko damit ein, aber.
spawn den nochmal. Okay. Wo ist er? Hier. Ja, jetzt schieb dem mal hier die Blood Orb ins Gesicht. Der schaut mich so nur böse an. Einfach mal reinschieben. Oh. Ein Ball. Er hat's gemacht anscheinend. Bitte? Er hat's gemacht. Er hat 100 Leben verloren und hat Herzchen angezeigt. Ja. I shall follow and protect you. Ja. Hm, was ist? I shall follow and protect you. Ja. Cool. Ein Fett sagt, der mir folgt. Jo. So. Reicht dir nicht, Simon? Ja, der ist nicht fett. Ich bin nicht fett, nein. Oh, cool, den lasse ich jetzt immer heraus und der gefällt mir. Okay. So, wenn man sich jetzt noch auf deine Mülle was außen und was innen ist, kann ich auch einen zweiten Dämon beschwören. Aber das müsste so sein wie eben. Also müsste das hier wieder in sein Netherrack? Wirklich? Moment, das kommt mir irgendwie spanisch vor. Oh. Toll gemacht. Ich hab ihn runter. So, solange ihn kein anderer angreift, weil ich glaube, dir macht er ja nichts. Nee, mir macht er nichts, aber ich hab ihn runtergeworfen und dann hat er sich in letzter Sekunde wieder hochteleportiert. Timon? Ja? Ich habe jetzt keinen Flugupgrade drin oder sowas, ne? Ja. Auf der Seite. Ich werde mal von der Kante abspringen mit Sprung hier. Nur mit den Sachen, die ich so im Inventar habe. Schön. Und wartet! Ah, oh, geil. Nicht ganz. Nicht so ganz. Knosp. Mhm. Ich denke mal, damit das hier wohl meiner. Solange er nicht fetter ist als der da. Du hast irgendwie so ein Fettfetisch, kann das sein? Nein. Neben den vielen anderen. Um es möglichst mies auszudrücken, ein Fettig. Ja. Könnte man so nennen. Der war halt jetzt echt eine Repräsentation von Dungeon-Keeper. Okay. Ich weiß nicht, falls ihr das kennt. Mhm. Doch, so. Oh, shit. Das geilste Spiel, das je existiert hat. So. Oh. Der hat aber einen knackigen Arsch. Der ist auf mich fixiert. Echt? Ach schön. Mhm. Jetzt nicht mehr. Ist mein. Wie viel Leben hast du noch? Ich glaube, ich habe immer noch so um die 59. 79 bei mir. 79 bei dir, okay. Wow. Ja, passt. Heiß. Ja, ich brenne, ich weiß. Genau, man schaut mal, kann man nicht mehr fliegen. Doch, jetzt wieder. Machen wir doch mal einen Dämonen-Battle, meine gegen deinen. Okay. Komm mal her. Ich glaube, der greift nur so an. Ja. Ja, ich glaube, die greifen sich nicht gegenseitig an. Ah, die Eternal Flame ist schlimm. Ich sehe das schon.
Vor allem, weil okay, sie gerade deinen angezündet hat. So. Geht doch. Jetzt hast du, glaube ich, den Kristall, Wasser. Ne? Ja. Gib mir den gleich, ich brauch Wasser. Okay. Hier. Hm, was, wo? Da. Witziges Ding auf jeden Fall. Du hast eigentlich gesagt, du kannst uns versichern, dass wir nicht gestört werden. Ich sagte eben, dass ich das nicht kann. Zumindest nicht heute. Ach so. Okay, habe ich verstanden. So. 10 Quests, die wir noch erfüllen könnten. Was wäre das denn alles? Da ist eine Unclaimed Quest. Wo? Ach, das Zombie-Kram, ja. Mhm. Hm, Äpfel. Hier sind Schüsse wie die Magneten. Wird was langweilig, nö. Ja, das Autocrafting halt aufsetzen dafür. Habe ich ja schon fast. Da habe ich das ja, sogar schon komplett. Und vor allem so ist es. Naja. Und dann die 5-Star-Chef noch. Back draus. Ja, alle Kraften habe ich schon komplett. Nee, 5-Star-Chef meine ich. Ich hab mit Inneraugen wird's was knapp. Könnte sein, ja. Schon wieder Stelle. Ja, es ist unschön in letzter Zeit. Ich bin gerade, ob wir vielleicht auch Autocraften für die Enderkuchen aufsetzen sollen, weil das Ganze 8-mal zu machen, ist jetzt nicht so erstrebenswert. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe so auch nichts mehr zu tun, was ich tun wollen würde. Doch, so sind. Was ich tun wollen würde. Ich habe sogar die Brutal Traveler gemacht, die ich eigentlich gar nicht vorhatte zu machen. Dann kannst du die zweite Brille machen. Also lassen. Mehr wie Discount. Ich bin mit Soundcraft fast fertig. Armor-Smith wäre vielleicht noch eine Idee. Jeden Armor einmal craften. Nee, nicht craften, nur im Inventar haben und registrieren. Ja, okay. Du kannst schon die nehmen, die schon hier drin liegt, und die Holzarmor kann ich schnell machen. Wenn wir die nicht sogar noch haben müssten. Ja, da haben wir mal eine gebaut irgendwann. Ich hatte mal eine, ja. Oh, man muss hier. Warum sind hier noch 3 Stäbe drin? Ich will es gar nicht wissen.
Was für eine Spinne, ist eigentlich immer dasselbe mit den Magneten. Naja, gut. Hab ich da gerade geschossen? Hm? Welche Taste war nochmal das, Wechseln für verschiedene Wand? F. F gedrückt halten war das, ne? Wenn man... Mhm. Ah ja, da dann Maus verziehen. Ah, Pech's Curse ist das. Hab ich den jetzt also auch. Da lagen einfach drei, Zauberstäbe drin mit diesem Pech's Curse drauf. Einfach so. Hm. Im AI noch. AI, keine Ahnung, mir egal wie es ausgesprochen wird. So ein Level 8 Magnet. Wie viel brauchen wir da nochmal? Was? 8 Stück. 8 Stück, das heißt, wir brauchen noch 6. Ein paar dürften auch schon vereinzelt in Chests rumgammeln. Okay, also 2 Linge im MME, das weiß ich. Kann man eigentlich mal welche ganz ablegen? Wie hat man das gemacht? Shift F. Ah ja. Es gibt echt keinen guten Weg, Enderperlen zu bekommen. Eine Farm aufbauen dafür, vielleicht. Einfach ein paar Ender mit einem Looting-Schwert krallen. Gut, ja. Nur habe ich kein Looting-Schwert. Oh. Oder zumindest habe ich Looting da drauf, ich glaube nicht. Wenn du noch einen Platz frei hast, kannst du einfach, keine Ahnung, 12 Millionen Lapis reinkrallen, dann hast du da Looting 3 oder 4 gefühlt drauf. Gut, einen Modifier habe ich noch drauf. Ja, du weißt ja, für was. Ja. So. One Focus Portable Hole. Cool. Bringt mir zwar hier fast nichts auf dieser Map, aber... Naja. Kann irgendwo ein Loch reinmachen, damit das alles kaputt machen? Ja, mach mal ein Loch in den Reaktor rein, das ist bestimmt gesund. Oh ja, soll ich? Kann durchlaufen. Wenn man das mal zerfahren, ob das geht. Ich glaube, geht nicht wegen der Flüssigkeiten. Probier's einfach. Werde ich. Später, hm? Ich glaube, die funktionieren mittlerweile aber auch anders ein Stück weit, oder? Die was? Ne, der verwendet nur Luft und Petitio, okay. Ich hab mich nur gefragt, wie die genau funktionieren nochmal. So. Ich kann's gerne versuchen. Ich möchte dabei sein. Ich hab das Schwert gleich durchgeschlagen. Anfang 64 Kubikmeter. Reines Lapis Lazuli drauf geklatscht. So. Hast du es jetzt also gut? Ich hab's jetzt alles. Alros, Walros. Nö. Schade. Ach, habt ihr jetzt einen vollen Enderkuchen gemacht, oder? Nö. Noch lange nicht, nein. Wir brauchen ganz viele Enderperlen dafür. Ja, dann mach doch mal so einen Autospawner. Wir haben ja 50 Kartonnen Milliarden. Kartonnen Milliarden, ja. Kann der Autospawn? Alter, Mann, das ist ein großes Loch. Das macht er mittlerweile ein 3x3-Feld. Ja. Hat's doch schon immer?
Ganz früher war es ein 1x2, das stimmt, aber... Ich meine, Simon, kannst du ja mal schauen jetzt hier. Warte mal. Weißt du, bei Swampcraft 3 war es schon 3x3 Feld, ja. Vorsicht, nicht durchfallen, ne? Ja. Boah, damit kann ich jetzt voll griefen. Damit kann ich Leute runterkicken, boah. Apropos griefen, wir hatten noch ein goldenes Ei. Markus, du hast doch kein Fliegen-Upgrade, oder? Nee, hab ich nicht. Wo bist du? Wieso hat er kein Fliegen-Upgrade? Darf ich ihn umbringen? Mach doch. Schaffst du eh nicht. Meint mich dabei sein. Du stehst direkt neben ihm. Der hat irgendwas in der Hand. Der hat wahrscheinlich so ein Teleport-Teil in der Hand. Keine Ahnung. Ja, sein Telebuch. Langweilig. Egal. Ist ja oh. Ist eh noch Ebenen drunter, also. Ja. Wahrscheinlich fällst du am Schluss durch. Ich kann fliegen. Ich auch.